Moin, Lotta! Freunde, ich glaube, ich hatte eine richtig, richtig dumme Idee. Oder eine sehr gute. Wir werden uns heute herausfinden. Ich habe was bestellt für nicht wenig Geld. Auf YouTube haben ja einige Leute in letzter Zeit Mystery-Boxen von Saturn-Läden offensichtlich, also richtigen Saturn-Läden, auf eBay bestellt und die ausgepackt. Und es gab einige Kontroversen. Manche hatten richtig viel Scheiße drin, manche hatten richtig gute Sachen drin. Es wurde gemutmaßt, stecken die mit den Firmen unter einer Decke. Und dann dachte ich mir, Timon, find's doch einfach selber raus. Und deshalb habe ich mir diese wunderbare Kiste bestellt, die offensichtlich vom Saturn Frankfurt gekommen ist und 500 Euro gekostet hat. Und das Blöde bei einer Mystery Box, ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich habe teilweise gesehen, Leute hatten Sachen drin, mit denen kannst du nichts anfangen. Und manche hatten die geilsten Handys, die es gibt. Wir werden also heute mal testen, was taugen diese Kisten wirklich. 500 Euro hat es gekostet, 750 Euro Warenwert soll drin sein. Ich lasse mich mal überraschen. Wir werden parallel mal gucken, was die Sachen eigentlich wert sind, wenn man die online jetzt kaufen würde und wie viel wir am Ende rausbekommen haben. Fangen wir einfach mal an. Ich habe auf jeden Fall Angst, dass ich 500 Euro einfach verbrannt habe. Ich hoffe nicht irgendein scheiß Staubsaugerbeutel oder sowas. Okay. Oh shit, ey. Die Kiste war übrigens gar nicht so schwer. Also ich habe das Gefühl, irgendwie keine Kaffeemaschine oder so drin. Wir haben viel Luftpolsterfolie. Ich glaube, die zählt noch nicht zum Warenwert. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon ein paar Sachen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, fangen wir einfach mal an mit der ersten Sache, die ich jetzt einfach greifen kann. Also es sieht nicht mehr ganz so neu aus. Und, also es ist schon hier so ein bisschen eingerissen. Eine Philips Airfloss Ultra Maschine, wo man mit Wasserdruck seine Zähne sauber machen kann. Und ich kenne eine Person, die sowas haben wollte. Ja, habe ich jetzt nicht zwingend Bedarf nach. Und wie gesagt, ist auch schon so ein bisschen abgeranzt hier. Gucken wir mal, wie teuer das Ganze ist, wenn ich das kaufen würde. Okay, genau das gleiche gibt es gar nicht. Es gibt aber welche, die kosten so um die 80 Euro. Manche auch teurer, manche so um die 150, aber genau das Ding finde ich jetzt nicht. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal. So, was haben wir noch? What? Oh nein, oh nein. Ah, okay, doch. Okay, ich dachte, es ist doch schlimmer. Bite away. Wenn ihr Mückenstiche oder irgendwelche Juckreize oder so habt, dann macht ihr das da drauf und dann geht es weg. Geil. Wie teuer ist sowas? Da hatte ich jetzt nicht unbedingt Bedarf nach. Ich habe mit meinen Nägeln einfach immer so ein Kreuz reingemacht. 22 Euro. Alles klar. Gut, dafür muss ja noch ein bisschen was kommen. Ich sehe eine sehr große Sache. Aber ich nehme erstmal was anderes. Okay, wir haben einen Fast Charger Travel Adapter. Ja, ist halt ein Netzteil von Samsung. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wie teuer ist sowas? 10 Euro, 15. Ja, so 12 Euro ungefähr. Aber in schwarz, immerhin cooler. Warenwerttechnisch fehlt da auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich will es nicht nehmen. Ich mach's trotzdem. Ich hab's schon gesehen. Es ist groß. Es ist sehr groß. Oh, shit. Was ist das? Ein geiler ferngesteuerter Radlader. Der kostet wahrscheinlich so 800 Euro. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie teuer sowas ist. Ja, so um die 50 Euro ungefähr. Okay. Okay. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz Bedarf nach. Ist auch nicht unbedingt was für mich. Aber hey, falls man ein Kind Geburtstag hat. Um auf 750 Euro Warenwert zu kommen, fehlt uns aber noch einiges. Okay. So, was haben wir hier noch? Oh, nee. CDs. CD-Rohlinge. Ja, cool. 700 MB. Falls ich mal eine CD brennen möchte und mir mal ein paar Lieder anhören möchte in meinem CD-Spieler. Geil. Komisch, dass sie keiner haben wollte. Bisher geht's so. So, nächste Sache. Och nein. Ein Ventilator für USB. Achso, ich habe gar nicht geguckt, wie teuer die sind. Ja, wie teuer wird sowas sein? Keine Ahnung, das kostet wahrscheinlich irgendwie 9 Euro oder so. Die CDs auch. Also wenn mir mal warm ist, kann ich den in meinem PC tun und dann habe ich Luft. Danke, Saturn. Rechnen wir nochmal einen 20 drauf für die ganzen Sachen. Liegen wir jetzt bei 184 Euro, grob geschätzt. Da muss noch ein bisschen was kommen. Nächste Sache. Es sind noch ein paar Sachen hier. Was? Ein Philips Voice Track Audio Recorder. Womit man offensichtlich. Also es ist ein Diktiergerät. Man kann seine Stimme damit aufnehmen. In, glaube ich, nicht so ganz geiler Qualität. Also wenn ihr wollt, dass ich meine Videos ab jetzt damit aufnehme,
gerne mal ein Like da lassen. Und generell einfach mal für die ganze Aktion. Ich sehe ein paar Sachen, die könnten noch gut werden. Ich möchte aber jetzt mal wissen, wie gut das Ganze hier ist, beziehungsweise wie teuer. Wieso gibt es denn nicht immer genau das Gleiche, sondern nur so ähnliche Sachen? Das ist eher, glaube ich, so in dem Segment hier angesiedelt, 44 Euro. Wir haben bisher knapp die Hälfte des Preises der Box. So, wir haben aber noch drei, vier. Okay, gucken wir mal. Was ist das? Ein Weihnachtsbaum, der bunt leuchtet. 5 Euro höchstens. Jetzt aber. So, wo ist hier? Okay. Was ist das für eine Marke? Skull Candy. Ich glaube, Wireless Kopfhörer in schwarz-blau. Eigentlich echt geil. Das ist ziemlich cool. So, wie teuer sind die? Also die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, glaube ich. Okay, wie es aussieht, könnten es die hier sein. 45 Euro. Ist okay. Also ich glaube, trotzdem stabil. So, und jetzt kommen noch zwei Sachen. Die sahen sehr, sehr vielversprechend aus und ich erhoffe mir auch sehr viel. Nehmen wir zuerst mal das hier. Okay. Krass. Wir haben ein Tablet von Lenovo. Geil. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein bisschen was wert sein. 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB intern, Display, Full HD. Mehr sogar noch. Wow. Und Android 9. Nice. Das wird für 200 Euro gelistet. Okay, damit hätten wir jetzt fast den wahren Wert der Box drin. Aber wir bräuchten ja irgendwas noch, was drüber geht. 750 Euro wurde versprochen. Aber ey, immerhin Tablet. So, die letzte Sache. Ich bin froh, dass ich nicht nur Smart-Home-Technologie hatte. Sonst ist nichts mehr. Die letzte Sache. Nein! Oh, ich dachte, es wäre was richtig, richtig Geiles. Es ist ein Camcorder. Ja. Ah, scheiße. Ich hatte gesehen Canon. Ich dachte, vielleicht ein gutes Objektiv oder so. Ja. Naja. Also, ich weiß nicht, wer jetzt noch mit so einem Camcorder filmt. Wie teuer ist sowas? Der Karton auch hier schon ein bisschen sehr beschädigt. Und genau das Modell gibt es wieder gar nicht mehr. Also das ist das R87 und das R86 kostet so um die 300 Euro. Und rechnerisch wären wir dann über 750 Euro tatsächlich. Also wir haben wirklich eine bunte Mischung bekommen von Sachen, die auch ihr Geld offensichtlich so halb wert waren. Gut, manche Sachen nicht so ganz zu gebrauchen. Ich hatte mir gehofft, dass das größte Teil auch was Cooleres ist als ein Radlader. Aber gut, damit war ja ein bisschen zu rechnen, dass sie manche Sachen wie das hier auch einfach losbekommen wollen, das da reinpacken. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Bereue ich es, so viel Geld ausgegeben zu haben? Vielleicht. Mal gucken, was ich jetzt mit den ganzen Sachen hier veranstalte. Irgendwer findet sich bestimmt, der das haben möchte. Manche Sachen, die kann man auch einfach selber behalten. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr, sehr freuen. Ich meine, war schon nicht so billig. Verbreitet gerne das Video, zeigt es anderen Leuten. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne kostenlos diesen Kanal. Ja, ich gehe jetzt mal die Sachen ein bisschen anschmeißen und auspacken. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.